Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2. Ja, wir fahren heute mal in Ruhrau. Ja, aus besonderem Grund. Mir fiel jetzt gerade keine andere Strecke ein, die so ad hoc dazu passte. Wir fahren den MAN Line City A25, also den die längere Variante, also 15 Meter Bus des Line City. Und ja, der basiert auf dem von V3D, wenn ich das richtig so im Kopf habe. Ist noch in der Beta, deswegen funktioniert hier auch noch nicht alles, wie man hier sieht. Also bei mir zumindest funktioniert die Matrix nicht. Ich habe den Bus jetzt schon zweimal installiert und ja, trotz alledem. Ist jetzt auch schon gerade mein zweiter Versuch aufzunehmen, weil bei dem ersten wurde der OMSI-Sound nicht aufgenommen, was natürlich besonders geil ist. Und hier fehlen die Texturen. Naja. Ja, auf jeden Fall habe ich hier schon meine Fahrgäste reingeholt. Hat er jetzt Texturen aus dem Speicher geladen oder fehlen die hier einfach nur? Weil das Komische ist, der Bus hier hinten, der ist komplett schwarz. Da muss ich auch nochmal aufschreiben. Der 3620 oder 3630. Das ist komisch. So. Egal. So, wir fahren hier den MAN, wie gesagt, und ja, ist halt ja, MAN halt, ne? So, standardmäßig. Wir haben vorne haben wir eine Außenschwenktür und hinten haben wir das gleiche, und zwar eine doppelte, also eine normale, und vorne halt eine einzelne. Die Hinterachse, eine davon, lenkt mit. Also die letzte, und ich bin mal gespannt, wie sich die Karre dann fährt quasi. Oh, und wir müssen auch schon los. Oder? Habe ich den Fahrplan noch nicht angenommen? Nein, ich habe den Fahrplan noch nicht angenommen. Wollte gerade sagen, da habe ich doch das Wichtigste vergessen. Ja, den lösen wir ab. Haben wir noch 4 Minuten, aber wir wollen nicht lange quatschen, weil wir wollen ja fahren mit dem Bus. Und da gucken wir gleich mal, ne, wie sich der Gute hier so verhält. Ich glaube, es ist sehr spannend. Aber ich lasse mich überraschen. Ja, jetzt habe ich natürlich auch nichts zu trinken hier. Mal gucken, ob wir die SB8 bis zum Ende durchfahren oder ob wir am Hauptbahnhof einen Cut machen. Mal schauen, ne? Ja. Ja, ansonsten ist die Weihnachtszeit hervorragend vorbeigegangen. Und da werde ich euch noch gleich so ein bisschen was erzählen, auch noch, was so Ruhrau-mäßig geplant ist. Wird es dann so im Laufe der Folge geben. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten schön überstanden. Schön, wenn man Gas gibt, dann direkt hier die. Ja, der fährt scheiße. Ja, mir wird auch tüdelig. Na, jetzt sitze ich aber echt sehr weit hinten. Egal. Na, willst du mal wo Gas geben? Der scheint irgendwie immer einen Begrenzer einzuschlagen. Du Assi! Nordstadt Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Genau. So sieht's aus. Hat man da. Ja. In dem Video werde ich auch gleich mal noch ein paar Takte sagen. Was ist das? Takte hört sich so negativ an, ne? Werde ich gleich noch mal ein paar Sachen sagen. Oh, und wieder an der Bordsteinkante hängen geblieben. Ich glaube, ich muss weiter ausholen mit dem Gerät. Ein Schug. Der ist auch schwarz, der Bus. Das ist jetzt aber sehr merkwürdig. 3653. Da muss ich aber noch mal gucken, was da jetzt mein Problem ist. Oh, mir wird ganz tüdelig. Ja, mir auch, weil der Bus fährt nicht so, wie ich möchte.
Ich finde aber, so ein 15-Meter-Bus bietet sich schon an für so eine Schnellbuslinie. Hat halt ein bisschen mehr Kapazität, aber ist dann auch Hallo. Nicht direkt ein Gelenkbus. Hallo. Hallo. Einmal Tageskarte, bitte. Einmal Tageskarte. Da. Day-Ticket, ne? Josh, ein Day-Ticket. Eine normale Fahrkarte, bitte. Okay. Hallo, nimm doch dein Geld. Wo soll ich denn hin mit dem ganzen Klimpergeld? Weiß ich auch nicht. Kurzstrecke, bitte. Mach mal Dalli mit dem Ticket. Danke. Bitte. Einmal für um die Ecke, bitte. Einmal für um die Ecke, bitte. Also eine Kurzstrecke, ne? Julian? Nimm das Ticket. Ja, er nimmt es. Danke. Will er mich jetzt hier verarschen? Naja. Danke. Sehr freundlich. So, hier muss man übrigens bis nach vorne vorfahren. Bis das K... irgendwann leuchtet. Warum leuchtet denn das nicht? Hallo? K? Ah, wollte schon sagen. Sieht man jetzt nur leider nicht mehr. Normalerweise sollte das auch ein bisschen früher den Kontakt melden. Naja. Ja, Weihnachten war sehr schön. Heiligabend war total entspannt. Haben wir Raclette gemacht. Echt geil. Und dann hinterher einfach mal einen Film geguckt. Die Weihnachtsgeschichte hier vom Dickens. Boah, alter Bus, fahr doch. Da war ein Loch in dem Boden. Da muss ich auch nochmal ein Spline drunter legen. Ja, und am zweiten Weihnachtstag haben wir dann hier schön groß gefeiert. Und ich fahre da jetzt noch drüber. Mir ist egal. Und Schweinefilet gemacht und so. Oh, es war so lecker. Oh, so lecker war das. Ja, und am zweiten Weihnachtstag, viele machen das, ich weiß, am Heiligabend gab es dann Kartoffelsalat und Bockwürstchen, beziehungsweise Wiener Würstchen. Weil wir da keine Lust hatten, noch groß was zu machen. Und wir ja auch noch aufräumen mussten und so. Deswegen passte das schon ganz gut. Hey. Eigentlich hätten wir ja auch mal vom Betriebshof losfahren können, ne? Wie mache ich das zu selten? Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da hängt eine Lampe in der Luft. Naja. Ja, und dann war Weihnachten auch schon wieder vorbei, ne? Der erste Weihnachtsfeiertag so mit der Familie. Mit Schwager und Tochter und Schwiegereltern und Eltern. War cool, muss ich sagen. Machen wir ja jedes Jahr. Es macht jedes Mal Spaß, muss ich sagen. Oh, der LKW fährt aber langsam. Gott sei Dank fährt der geradeaus. Nein, der fährt nicht geradeaus, du Spinner. Fahr doch mal schneller aus Krefeld, du Hornochse.
Mensch, du. Ja, und zwischen Weihnachten und Jahr habe ich schön frei. Es freut mich, endlich mal so ein paar Tage ausschlafen. Und so hat man im Grunde mit zwei Urlaubstagen, ja, richtig lange freie Zeit. Echt cool. Jetzt zeige ich euch gleich mal hier an der Kurve, kann man das gleich schön sehen. Wie hinten mitgelenkt wird. Ja, okay. Fahrgäste in der Tür zerquetscht. So, und jetzt guckt mal hinten letzte Reifen. Und rum. Juhu. Ja, so ist einfacher zu fahren. Irgendwie sind meine Facelift alle schwarz. Was ist das für eine Kacke? Kann doch nicht sein, ey. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Oh, und ich bin nicht an der Bordsteinkante hängen geblieben. Yay! Yippie-yay! Was noch ein bisschen schade ist, man kann den Tacho gar nicht richtig sehen. Durch das Lenkrad. Naja. Schon ein langes Vieh, ne? Alter Schwede, ey. Ey, blink doch, du Ochse! Da muss ich aber auch nochmal gucken, du. Es sind so Kleinigkeiten, die nach und nach noch auffallen. Ich schaue ja, ganz fleißig und regelmäßig Videos zu Ruau. Also soweit ich die Zeit habe dazu. Und da habe ich mir auch schon einige Sachen rausgeschrieben. Mhm, da war jetzt gar keine Vibration. Tja, ist schon irgendwie schade. Könnten wir jetzt hier schön die ganzen Werbungen sehen und was ist? Die sind alle schwatt. Halt die Fresse. Guten Tag. Heute mache ich einen Tagesausflug. Da brauche ich eine Karte für. Ja, das ist auch noch falsch. Deswegen funktioniert das auch nicht. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke. Einem kommt da nur 50 Cent raus. Okay. Gut. Kurzstrecke. Hallo, ja, halt die Fresse. Wie viel hast du mir gegeben? Danke. Bitte. Hallo. Hallo. Hallo, Omsi? Heute mal eine Kurzstrecke. Ja, das funktioniert aber. Mhm. Die 1 Euro, die sind nicht korrekt.
ganz tüdelig. Also das mit dem Gas geben, das hat der Bus nicht so drauf. Leider. Sobald man hier, da seht ihr es immer. ABS und ASR irgendwie jetzt nicht. Aber beim Gas geben, direkt beim Start, also irgendwie. Ach, ABS sag ich schon, ASR auf jeden Fall. Da kommt der Bus zum Durchdrehen. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt habe ich so viel gequatscht, ob da eine Ansage kam gerade. Da, ein schwatter Kollege. Und noch ein schwatter Kollege und ein LKW. Das war wahrscheinlich der eine der SB8, oder? Aber hier. Achso, die 311, genau. Die haben wir ja auch noch als KI-Bus. Und da sitzt der Oskar und wartet auf den Bus. Da sieht man es dann schon wieder da, ne, wie das schön durchdreht. Obwohl ich gar nicht so viel Gas gebe. Also wenn ich jetzt immer Vollgas drücken würde, dann könnte ich das ja noch nachvollziehen, aber... wir müssen hier runter. Oh, ah, da war rot. Dubi, 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 du. Habe ich dann mal nicht auf die richtige Ampel geschaut. Schalalalala. Das ist selten dämlich. Na komm. Werden Sie grün, bitte. Hier kann nämlich gerade kein Fußgänger drüber laufen, also werden Sie grün. Bitte, 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 bitte. Na, geht doch. Obwohl, ist wirklich, also wenn ich jetzt noch mal weniger Gas wieder gebe, dann klappt auch mit dem Nachbarn hier. Bin ich doch zu rabiat zu dem Bus. Ja, es wird auch das letzte Video sein im Jahre 2018. Ich meine, gut, bei mir ist das ja auch kein Wunder, weil so viele Videos wie in letzter Zeit kamen, ne? Ironie an. Ist es wahrscheinlich auch normal, dass das das letzte dieses Jahr ist. Time to depart. Aha. Du mich auch, Kollege. Bin doch noch nicht mal da. Aber fährt sich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich würde sagen, es läuft. Genau, schleich du mal auf der linken Spur. Wollen wir den Mercedes ja auch noch hier einsacken? Na? Oder auch nicht?
Oder auch nicht. Ja, diese Spurwechsel von den von der OMSI-KI, ne, die sind sowas von lächerlich. Echt unfassbar. Erstmal runterbremsen, wie doof. Und dann in dem Tempo 30 dann oder 20 die Spur zu wechseln. Ziemlich assi. Hier ist gerade ein bisschen viel Verkehr und da fehlen noch Leitplanken, sehe ich gerade. Junge, 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 Junge. Das sind so Kleinigkeiten, die dann immer so auffallen, wenn man ein bisschen Abstand und ein bisschen Ruhe hatte. Also gerade so in Videos sieht man das dann häufig, wenn man dann einfach davor sitzt, sich Notizen machen kann. Oh, fahr doch da um die Ecke. Kerl. Und wieder kein Bürgersteig mitgenommen. Sehr schön. Aber schalten darfst du schon, ne? Bus. Auch da war ein kleines Loch, habe ich gerade gesehen. Mein, mein, mein. Ja, wie geht es weiter? Wir sind gerade dabei, den nächsten Patch quasi vorzubereiten. Da werden so einige Fehler in der Karte behoben. Also ich denke mal, die zwei Sachen, die werden wir dann auch gleich noch machen. Einige Fehler halt in der Karte behoben. Unter anderem ja, gab es an ein, zwei Stellen, waren die Vorfahrtgewehrenschilder leider zu nah an der Straße dran, dass es da zu Kollisionen kam. Die haben leider eine etwas schrille Bounding Box. Dann werden wir uns die Hofdatei wahrscheinlich nochmal angucken, weil ich glaube, das läuft auch noch nicht so ganz sauber. Dann. Oh, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Wo ist denn mein Zettel? Zettel, komm mal her. So, Zettel, da. Zettel. Was haben wir denn da? Oh, da sind so einige Sachen. Oh, oh, oh. Ja, der SB6, wie gesagt, da werden wir uns den Fahrplan nochmal anschauen. Dann ein Hilfspfeil bei der 177 am Start. Ja, dann habe ich so ein paar kleine Sachen ausgebessert. Unter anderem waren manche Splines vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas zu tief, dass da halt es ziemlich stark geruckelt hat und gescheppert hat. Boah, sind so Kleinigkeiten eigentlich. Dann müssen wir den Julian noch ein bisschen lauter machen als Fahrgast. Der ist tatsächlich etwas zu leise, wie wir finden. Mal gucken, ob das alles tatsächlich jetzt in den nächsten Patch dann auch Hallo. Reinkommt. Dann am Panoramabad, also hinter der... Was willst du von mir? Danke. Bitte. Hallo. Oh, ist das eine Hitze hier. Am Panorama. Hallo. Was? Einmal normal, bitte. Warum sind denn hier 26 Grad, Alter? Egal. Dankeschön. Ja, guck mal, da sind die 1-Euro-Stücke. Ja, Panorama-Bad, muss ich die Ampelschaltung nochmal überprüfen? Die läuft nicht so ganz so, wie ich es mir vorstelle. Ja, auch zwischen Grafenplatz und Friedebergmarkt. Also, beziehungsweise Wall. Werden wir uns auch nochmal die Ampelschaltung angucken. Ja, und dann kommt da auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit. Das werde ich aber vorher nicht verraten. Das müsst ihr euch dann quasi... Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht verrate ich es doch, aber ja, gucken wir mal. Ne, wir schauen mal. Hauptbahnhof.
Ja. Sie haben Umsteigemöglichkeiten. Und da werde ich dann gleich mich mit dem James hier zusammensetzen. Und dann werden wir da mal ein bisschen gucken, dass wir ein paar Fehler ausbügeln. Oh, was ein Glück. Wenn jetzt der Bus noch fahren würde, ohne hier Spacken zu machen, wäre alles super. Ich hatte doch grün. Warum stand der denn jetzt auch auf der Kreuzung? Der Hoshi. Ja, achso, bei der Gelegenheit, wo wir gerade über Fehler und sowas sprechen, möchte ich mich tatsächlich mal bei allen bedanken. Also, ich habe ja schon einige in der README genannt. Julian, Josh und James. Möchte ich mich aber hier auch nochmal bedanken, dass sie halt so viel Zeit auch investiert haben, auch für die Tests. Perotinus war auch mit dabei. Ja, der Mofi hat auch mitgetestet und dazu beigetragen, dass wir eigentlich, wie ich finde, ja, relativ wenige Fehler haben, und wenn es Fehler gibt, die halt tatsächlich nicht so ausschlaggebend sind, dass die Karte nicht lief. Also zumindest bei den meisten. Ne? Große Problem mit den Texturen haben wir tatsächlich jetzt endlich mal gelöst. Es war ja diese Gras-JPEG, die da irgendwie Mucken gemacht hat. Einmal ausgetauscht und schon funktioniert die ganze Scheiße. Ja, dann möchte ich mich bei allen Usern auch bedanken, die im Forum mitgeholfen haben. Also einmal bei den Leuten, die halt da auch schön fleißig die Fehler gemeldet haben, dass wir da auch schnell reagieren konnten. Und natürlich auch bei den Leuten, so wie Semeda zum Beispiel, rot, die da geholfen haben, diese Fehler auch zu korrigieren. Zum Beispiel diese Ampel da, die geht mir auch auf den Sack. Da ist ein grüner Pfeil, der darf da gar nicht sein jetzt gerade. Falsch geschaltet. Ist aber auch noch keinem aufgefallen. So, fahrt mal, ist grün, Leute. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich da bei allen im Forum bedanken, die da mitgeholfen haben, dass das die Fehler auch, also dass wir nicht alles beantworten mussten, James und ich, und dass der ein oder andere Fehler auch dadurch gefunden wurde. Also zum Beispiel mit der Gras-JPEG, das kam ja maßgeblich aus dem Forum. Und das ist natürlich klasse, wenn das so funktioniert und wir dadurch einen doch sehr gravierenden Fehler dann entsprechend auslöschen konnten. Für konstruktive Kritik sind wir ja immer zu haben. Also das war ja schon bei der V1 so. Ist jetzt natürlich bei der V2 nicht anders. Wenn uns jemand konstruktiv sagt, so, das und das läuft scheiße, oder das und das könnte man so und so besser machen, wie auch immer, dann sind wir ja auch bereit, darüber zu sprechen und gerade natürlich auch Fehler rauszupatchen aus der Karte. Ist immer nur doof, wenn man dann ja, so Sachen hört in Videos, wie ja, oh, der Fahrplan, der ist ja totaler Müll und bla, und ja, noch nicht mal darauf eingegangen wird, dass es eventuell sein könnte, dass man vielleicht seinen KI-Verkehr deutlich höher eingestellt hat als der Otto-Normalverbraucher. Dass man dann natürlich nicht pünktlich an den einzelnen Haltestellen ankommt, ist ja wohl auch klar. Das finde ich zum Beispiel nicht so wirklich konstruktiv, wenn man dann eigentlich nur auf der Karte rumbasht. Danke. Bitte. Hallo. Hey. Anstatt mal auch an seinen eigenen oder an seine eigenen Einstellungen zu denken. Weil hier, guckt euch das an. 0-0 beim Schnellbus. Danke.
Da wurde mir ja auch, also da hat mir tatsächlich einer, also da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Hat mir doch einer irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, das eine PN oder war das ein Forum? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ey, du wartest dann erst und jetzt bin ich da, dann läufst du, wa? Dass einer 60 Minuten Verspätung beim Schnellbus hatte. Also, Respekt. Weiß nicht, was der gemacht hat und wie seine Einstellungen so sind, aber ja, also das hat von uns noch keiner geschafft. Heidhausen Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn. Und es können natürlich auch, oder es waren auch ein oder zwei Fehler im Fahrplan, keine Frage. Aber interessanterweise grundsätzlich, wir sind die ja wirklich abgefahren, die Fahrpläne. Also alle vier haben dazu beigetragen, dass wir halt Zeiten zusammenbekommen, um halt einen ausgewogenen Fahrplan irgendwie hinzubekommen. Und ich denke, das ist uns eigentlich schon gelungen. Also sicherlich gibt es die eine oder andere Haltestelle, wo es vielleicht nicht so ganz so sauber ist, aber so ganz massive Abweichungen hatten wir da bis jetzt eigentlich nie. So, hier kann man 60 fahren. Das sind auch ein bisschen viele 60er-Schilder, habe ich gerade gesehen. Da Julians geile Brücke. Die Performance echt deutlich verbessert hat hier in dem Bereich. Warum bremst ihr alle? Ihr wollt nicht rüber, ne? Die Ampel rot. Muss ich auch bremsen? Muss ich etwa auch bremsen? Ha, 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 ha. Oh, Glück gehabt, ey. Alter Schwede. Hui. Was ist denn hier los? Oh. A little kleiner Stau. Verdammte Axt, aber bisschen viele LKWs hier gerade. So, ich möchte weiter. Ah ja. Fahren wir die AIDA? Yay! Kennt ihr das? Es gibt ein Video von der, ich glaube, entweder ist es Queen Mary oder AIDA, ein AIDA-Schiff, wo quasi mit der Hupe dann so ne, 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 diese richtig geile Melodie nachgetutet wird. Voll witzig finde ich das. Naja, so, hören wir mal damit auf. Junge, 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 hier ist aber auch ein bisschen viel Verkehr gerade. Und ich stehe mitten auf der Kreuzung, ist natürlich auch sehr sinnvoll. Naja. Blockieren wir halt ein bisschen den Verkehr, ist ja auch nicht schlimm. Ja, vielleicht sollte ich die Ampelschaltung auch ein wenig länger machen. Ja, 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 ja. Da wird grün. Habe ich da ist grün? So, Fahrt bitte. Ich meine, das ist natürlich auch so das Problem mit den Ampelschaltungen. Die KI fährt ja auch nicht unbedingt schnell an so einer Ampel los. Lässt sich ja recht viel Zeit und mega Abstand zwischen den einzelnen Autos. Was auch ein bisschen behämmert ist, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, an der nächsten Haltestelle werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr pünktlich ankommen.
Und da fehlt auch was. Sehe ich gerade. Eschenburg-Altstadt fehlt da. Ja, das meine ich halt mit der Hofdatei. Time to depart. Mhm. Ich hätte mir was zu trinken mitnehmen sollen. La, 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 la. Dubi, dubi, du. Dubi, 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 du. Natürlich ein bisschen schade, dass die Matrix vorne nicht funktioniert. Aber ansonsten finde ich den Bus echt cool. So, Screenshot für Tumpeneile. Vielleicht machen wir gleich nochmal einen an, in Heidhausen. Alter! Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder? Meine Güte, ey. Bremst doch mal. Du Vollspasti, ey. Oh, Transporterfahrer, das sind die letzten Henker manchmal, echt. Achso, hier ist ja gar keine Ampel. EU3. auch nicht schlecht. Europäische Union, Wagen Nummer 3. Weißt du, was mit den schwarzen Facelift auf sich hat, das weiß ich auch nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig, den Fehler. Muss ich gleich mal schauen. Mit dem James zusammen. Wir halten mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand. Zum vor uns fahrenden Brummi. So, wenn wir hier schon mal abbiegen. Schuk. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne einmal Schüler. Danke. Bitte.
Okay. Ein Mensch ist in den Bus reingelaufen. Deswegen habe ich einen Unfall gehabt. A wie Anforderung. B wie Beta. Bus. Oh. C wie Chaos. Anfahren. Alter Schwede. Oh. Ah, das war too eng. Very too eng. Worsted. This. That. He, she, it. Ein S muss mit. Heidhauser Platz. Da war ich gerade ein bisschen eng um eine Kurve gefahren, war. Ui, ui. Tatü, tata, die Polizei ist da. Trilili, trilila. Ja, wie feiert ihr denn Silvester? Eigentlich so. Also wir fahren in die Eifel mit der Verwandtschaft. Und werden uns... das war knapp. Werden es uns da gemütlich machen. Und, schön Raclette essen und böllern und so ganz viele Sachen machen und Spiele. Also wir fahren quasi das ganze Wochenende weg, also freitags bis dienstags. Ja, ist auch das erste Mal, dass ich über Silvester weg bin. Aber man wird halt älter, ne? Ob mit Kiddies und so, ist das schon ganz interessant. Tochter freut sich auch schon wie Bolle. Hat er auch. Die anderen auch. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Danke. Bitte. Hallo. Hey. Hallo. 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 Sind aber alle nett und sagen alle Hallo. Der ist nicht nett. Der lässt mich rein. Na, bleibst du. Jetzt komme ich nicht weg. So. Jetzt habe ich in Heidhausen gerade gar nicht. Ne? Und so. Friedensplatz. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Wie jetzt? Da ist aber jetzt was falsch. Hallo? liebe Fahrgäste, hier spricht Ihr Busfahrer. Falls der Bus doch nochmal hier aus dem Knick kommt, möchte ich Ihnen mitteilen, unsere Endhaltestelle ist nicht der Friedensplatz, sondern Eschenburg Altstadt. Sie dürfen natürlich gerne noch sitzen bleiben und bis Eschenburg durchfahren. Kein Problem, ich bin für Sie da. Ihr Busfahrer der RVAG. Der hier durch die Pampa fährt mit ihm. Querfeldein. Und dieses, dass der das Gas nicht auf die Straße bringt, geht mir auf den Sack. Kann es doch nicht sein, doch. Aber gut, ist halt eine Beta, ne? Da muss man halt auch tatsächlich mit so Kleinigkeiten, ja, mit rechnen und so, ne? Oh, wird die Ampel rot? Nein, die Ampel wird nicht rot. Auch da werde ich wohl nochmal die Ampelschaltung bearbeiten müssen, weil eigentlich sollte diese orangene Lampe quasi dann blinken, wenn es rot wird.
viel zu früh. Ah, bitte halt an. Entschuldigung, ich habe die Vorfahrt genommen. Mit 55 müssen wir quasi los. Ja. So viel zu, den Fahrplan kann man nicht schaffen, ne? Hallo. Hallo. Hey. Hey. Aua, ist das eine Hitze hier. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Guten Tag. Irgendwie habe ich Scheiß drauf. Oh. Schade, dass der Julia nicht kommt. Der hat immer so ein... Ist ja so soll ja so ein Ruhrpott-Assi sein. Ja, ich warte jetzt aber hier nicht die Verfrühung ab, tatsächlich. Ich fahre jetzt mal weiter. Der Chef darf das. Der Chef der RVAG darf das. Irgendwie habe ich ein Grafikproblem. Hier die Pfeiler sind jetzt auch, also die Begrenzungsgeräte hier. Ist jetzt auch schwarz geworden. Ein Grafiktexturproblem, wie mir scheint. Ob das am Bus liegt? Ja, vorher ist mir das irgendwie nicht untergekommen, dieses Problem. Du wartest da, bitte. Natürlich nicht. Warum sollte so ein kleiner Smart auch warten, bis dieser große, dicke Mercedes MAN hier um die Ecke gefahren ist? Verstehe ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum immer die Leitpfosten auch als erstes schwarz werden. Interessiert mich eigentlich auch mal, warum dem so ist. So, einfach mal rollen lassen, dann sind wir wieder bei den 60. Mehr sollte man hier auch nicht fahren, es sei denn, man möchte gerne fliegen mit dem Bus. Weil die 60 sind so echt so die Schmerzgrenze, wo der Bus echt nicht abhebt. Sollte man schneller fahren, hat man echt so die Vorderachse vielleicht dann auch mal ein bisschen in der Luft hängen. So, auch mal einfach über die durchgezogene Linie fahren, auch kein Thema. Macht man so in Ruhrau, habe ich mir sagen lassen von meinen Fahrern. Damit man schneller vorwärts kommt. Ja, ist klar, du DHL-Fuzzi. Ja. Aber ich denke, die Hupe wird man ja hoffentlich noch mit einer realistischen Hupe austauschen. Auch wenn das ein witziges Gimmick irgendwie ist, für mal, aber... Insgesamt ist das schon ein bisschen blöd. Klick, 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 klick. So, dann gucken wir mal, ob wir das Video noch um 17 Uhr heute hochgeladen bekommen.
Achso, da möchte ich auch übrigens nochmal Werbung in eigener Sache machen. Also wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst ein Abo da. Und ganz wichtig auch mal für die Leute, die schon Abo haben, die Glocke einzuschalten. Weil leider YouTube nicht mehr immer dann alles anzeigt, was man so hochlädt. Und wenn ihr dann nichts mehr verpassen möchtet, dann am besten die Glocke einschalten. Ja, und bald haben wir dann auch hoffentlich die 2000 Abo-Marke erreicht. Gibt es dann wieder einen Grund zu feiern, den ich natürlich gerne mit euch teilen möchte, den Grund. Und da gibt es dann auch noch vielleicht was zu gewinnen und so. Mal gucken, ne? Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wäre cool, wenn euch das gefällt, wenn ihr dann auch ein Abo und eine Glocke da lasst. Also eine Abo da lasst und eine Glocke einschaltet. So. Genau, du bleibst stehen. Sehr gut. Oh, und ich bleib an der Kante hängen. Nicht gut. Ja, aber wenn der aus der Beta-Phase rauskommt, also ich denke, ein schöner Bus, definitiv. Also mir gefällt er. Ich wollte ja sowieso schon auf den SB-Linien auch 15-Meter-Busse eingetragen haben, aber haben wir dann doch gelassen, weil wieder ein neuer Bus ist halt immer so ein bisschen performancemäßig für Omsi ein bisschen blöd. Deswegen haben wir das so ein bisschen reduziert. Aber ein Repaint kann man dafür mit Sicherheit machen. Denke ich. Das dürfte ja kein Thema sein. So. Alles okay. Ja, aber der Fahrplan ist auf jeden Fall nicht einzuhalten, würde ich sagen. So. Ja, hinten steigen die auch noch ein bisschen merkwürdig aus, wie ich sehe. Aha. Okay, ja, dann dreht ihr erstmal um. Okay, dann geht ihr wieder nach hinten. Okay. Ja, sehr interessanter Weg, muss ich sagen. Jetzt kommen sie wieder nach vorne. Und gehen wieder nach hinten. Ey, was seid ihr für Blödis? Ihr sollt aussteigen, ihr Vollhonks. Steigen die jetzt aus? Ja, die finden den Ausgang nicht. okay. Naja, gut. Ist halt eine Beta. Aber sehr interessant. So, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.